Und rechtsklick. Peacemates, was geht ab? Und damit willkommen zurück zum dritten Video heute am Todi-Tag. Wir hatten jetzt Mbappé, wir hatten jetzt den Harry Kane, die Flashback, die SBC, meine Einschätzung, ob das Ganze lohnt. Und jetzt zum dritten und hoffentlich letzten Video. Und zwar gehen wir da auch wieder auf die Ziele, ist wieder eine Aufgabe. Und wir gehen auf Meilensteine, weil hier ist leider nichts gekommen, außer Todi-Item-Flut. Ist ganz cool, macht man nebenbei. Brauche ich nichts dazu erklären, würde ich sagen. Und zwar Moments werde. Und das ist eine coole Karte, Jungs. Das ist eine coole Karte. Also wir haben hier einen relativ starken Spieler, Serie A vor allen Dingen. Ja, passt in einige Teams. Also bei mir passt er perfekt rein in mein Serie A-Team. Ich habe leider schon Politano auf rechts, aber ihn nehme ich wahrscheinlich trotzdem mit. Wir haben 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Das sieht nicht so cool aus. Er ist relativ klein. Gucken wir mal die Werte uns an. Also wir haben Tempo, Antritt und Sprintgeschwindigkeit beides 92. Okay, Stellungsspiel 88. Abschluss 85 ist ja gut eigentlich für den Flügelspieler. Schusskraft 96 ist cool. Volley 96, eine Übersicht von 86. Kurze Pässe 80, lange Pässe 73. 99 Effet, das ist sehr cool. Stark beweglich mit 94, 97. Balance, also der ist wirklich sehr, sehr, sehr klipschig unterwegs. Eine Reaktion von 90. Sprungkraft 90. Power Freistoßkarte, Distanzschüsse kann er. Er hat eine Dribbeltechnik, also an sich ist die Karte cool. Mal gucken, wie schwer die Aufgaben sind, ob das Ganze lohnt, aber eigentlich ist das schon eine Karte, die sich lohnt. Die erste Aufgabe heißt, erziele im Live-Hood-Freundespiel Todi-Talente ein Volley-Tor. Also in diesem Modus einfach ein Volley-Tor machen. Okay, dann müsst ihr in dem Modus Tore mit Serie A-Spielern erzielen und zwar 3 Stück. Also 3 Tore mit Serie A-Spielern in dem Modus. Okay, dann müssen wir 4 Partien in diesem Modus gewinnen. Und zu guter Letzt müssen wir in 11 separaten Partien in diesem Modus mit 4 Spielern, nee, mit Spielern mit 4 Sterne Spezialbewegung treffen. Also wir machen in 11 Spiele spielen wir und in jedem von den 11 Spielen machen wir ein Tor mit einem Spieler, der 4 Sterne Skill hat. Und dann war es das schon. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch schnell das Ganze an, den Modus, weil einige haben beim letzten Mal gefragt, ey, was ist das für ein Modus, wo finde ich den Modus? Wir gehen einfach ganz normal auf Spielen, gerade für die neu sind jetzt in dem FIFA in dem Jahr. Wir gehen auf die Freundschaftsspiele, da ist sowas immer zu finden, mehr Aufgaben, auf Online-Spielen auch ganz wichtig. Und dann hieß der Modus ja irgendwas mit Todi-Talente. Hier ist er direkt auf der ersten Seite. Und, oh, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Hier ist die Voraussetzung, dass wir maximal einen Verein, nee, mindestens einen Verein haben dürfen. Wobei, das geht eigentlich, mindestens einen Verein. Das sind ja gar keine Voraussetzungen. Und die Chemie ist maximal. Also ihr könnt alles überall hinstellen. Das heißt, ihr könnt den Kanté im Sturm stellen. Der wird automatisch zum Stürmer umgeformt, spielt auf 10 Chemie. Also mindestens ein Verein. Hier brauche ich nicht mal erklären, was ihr nutzen müsst. Oha, ihr geht einfach auf euer Team, würde ich sagen, in dem Moment. Also ich gehe jetzt auf mein Team, was gerade ein bisschen trashig ist, weil ich alles für mein eigenes Player-Pick ausgegeben habe. Zum Beispiel, das wäre mein Team. Das würde jetzt in dem Modus auf 100 Chemie kommen. Der Bergwein LM würde zum RM umgeformt. Wir brauchen Italiener. Ich hätte hier den Politano. Ja, ich hätte den Politano. Würde mir hier in den Politano reinstellen. Könnte mir den treffen. Also Serie A-Spieler auch noch. Habe ich auch einige sowieso schon drin. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Und ansonsten kauft euch einfach Serie A-Spieler ein, die nicht so viel kosten. Ich hoffe, ihr habt diesen Philippe Andersen mitgenommen. Habe ich auch ein Video zugemacht. Da habe ich erklärt, wie ihr euch den mitnehmen konntet. Wenn ihr mein Video zu Juno Messias angeschaut habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal 2 coole Serie A-Karten mitnehmen können. Oder ansonsten geht einfach auf den Transfermarkt, sucht euch solche Serie A-Karten raus, vor allem die auch 4 Sterne Skills haben. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was es da für Karten gibt in der Serie A gerade. Gehen wir mal auf Goldkarten. Allgemein auf die Spieler. Wir hätten hier auf jeden Fall einen Dybala, der hätte 4 Sterne Skills schon mal. Das wäre auf jeden Fall ein Serie A-Spieler, den wir da mitnehmen könnten. Den Insigne, gerade aus Flügelspieler, hat auch 4 Sterne Skills. Also den Insigne, den Dybala könnt ihr euch da easy mitnehmen. Den Milinkovic Savic könntet ihr euch auch mitnehmen, der hat auch 4 Sterne. Also da gibt es auf jeden Fall genug Auswahl. Martinez hat 4 Sterne, also sucht euch selber eure Spieler raus, auf die ihr Bock habt. Mertens hat auch 4 Sterne, also das ist gar kein Problem, Jungs. Kriegt ihr easy hin, die Aufgabe.
Dafür gibt es einen guten Spieler vor allen Dingen. Also das ist wirklich ein sehr guter Spieler, nehme ich mir auch mit. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber der ist wirklich extrem gut. Eine Momente-Karte, er hat heute wirklich sehr viel gedroppt. Harry Kane, den noch ein Mbappé als Laie. Und vor allen Dingen, da gibt es ja noch Packs dazu. Also selbst wenn ihr sagt, ich will den Spieler nicht haben, Jungs, es gibt Packs. Wir haben hier ein 75er Pack, ein Gold-Pack, wir haben ein Elektrospieler-Pack und nochmal ein Premium-Gold-Pack. Und zum Toadie zählt dieses Pack. Nehmt sich den Spieler mit. Ansonsten war es mit den Videos, Jungs. Das war heute das letzte von 3 Videos. Heute kamen 4 Videos. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann, haut rein, ab ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell tippetippetapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Gülle, Gülle, das wie Danja. Adios und tschö. Sayonara. Ja, so ciao, bye bye und adieu.